Hallöchen und willkommen zurück zu Far Cry 5. Ja, wir haben ja jetzt gestern, ja, was heißt ja, gestern in der letzten Folge haben wir das Sniper-Tussi freigeschaltet. Jetzt werden wir uns aber erstmal hier darum kümmern. Und die Leute retten. Also ich hoffe, dass das klappt, ohne dass hier jemand drauf geht. Ich glaube, das, oh, das war ja wieder so eine komische Mission, ne? Warte mal, wo ist sie denn? Die Mission, ich werde das erstmal abchecken mit dem Fernglas. Wie viele Leute sind denn da? Eins, zwei. Rette die Geiseln. Oh Gott, da sind ja mehr, ne? Eine Stealth-Mission. Jetzt geht's los. Halt die Kusche. Die Leute lernen einfach nichts dazu. Bäm, geht doch. Kurz konzentrieren, mal Schnauze halten und dann geht das. Ja, ich bin fast in die Hose gemacht. Echt? Du musst uns helfen. Jedes Geld ist das Böse. Fluch der Scheiße, das war knapp. Dafür werden die Peggys bezahlen. Ach, ich glaube, hier kommen ja noch ein paar Peggys oder so. Keiner bleibt zurück, mitkommen. Boah, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, nur noch nie geschafft. Alter, was ist mit euch kaputt? Bist aber schnell gestorben, du Vollkrösten. Gute Idee. Kennt ihr Bauern schwimmen? Warte mal, ihr müsstet doch. Ja, doch, kommt. Scheiße, das war knapp. Gepriesen sei Jesus. Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich da gerade verhört. Also nichts gegen die Kirche. Also, was heißt nichts gegen die Kirche? Also, für die, die dran glauben, klar, macht es ruhig, gönnt's euch, aber ich. Ich definitiv nicht. Da sind nämlich krasse Sachen passiert in meiner Jugend. Ohne was zu tun, kommt man nur auf dumme Gedanken. Und ja, ja. Seitdem ist für mich die Kirche sowas von gestorben. Betty, du stehst im Weg. Ja, tut mir leid, Bär. Eigentlich hättest du mich nicht angegriffen, dann. Krass, das erste Mal, dass ich alle Geiseln hier krieg. What the fuck? Hab ich ja noch nie erlebt. Ich sterb noch nicht. Ich hab noch Kultisten zu killen. Du warst gefangen, Alter. Wie willst du Kultisten killen? Exodus. Oh, Prepper versteckt. Wir haben hinter dem Wasserfall bei der Alter, hast du ein paar Titten, was ist los mit dir? Muss mal abnehmen, wenn Alter. Du die speckige Arme. Die im Kampf mit der Sekte beschädigt wurden, kannst du das Wasser stoppen und zu ihnen runterklettern. Des Totenmanns Kiste. Okay.
Was ist da? Ach so, es stimmt ja. Ich wollte ja sowieso mal einen Prepper verstecken. Ach, wir haben hier auch noch ein paar Missionen. Ich wollte ja hier mal... Los, kommt, wir machen jetzt das Prepper-Versteck. Ich will ein bisschen... preppern. Wir müssen der Vergangenheit... Wir müssen die Vergangenheit abwischen, um unsere Sünden zu bekennen. Wir müssen Buße tun. John, du bist tot. Was ist los mit dir? Sprichst du etwa aus der Hölle zu mir? Skydiving. Oh, wäre ich da nur mit dem Auto. Jetzt habe ich einen Nahkampfwaffen. Den Baseballknüppel. Ach ja, so ein Walk am Sonntag ist schon cool. Hier scheint schön die Sonne. Und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, ist es Nacht, es stürmt. Also ich nehme das mal wieder alles spät nachts auf. Was geht denn hier ab? Da ist ein Bliss. Wo ballern die denn rum? Komm, wir lassen die mal machen. Haras Geisterhaus. Oh Gott, das ist auch total bekloppt. Das ist total bekloppt. Wollen wir gleich sehen, warum. Ich habe mir das Spektakel gern angesehen, wie sich die ganze County selbst in Stücke gerissen hat. Oben in der Scheune habe ich ein paar Leckerli für jeden gelassen, der tapfer genug ist, mein Geisterhaus zu durchqueren. Jetzt erstmal überlegen, wie das war. Erstmal hier. Safe knacken! Wollen wir das mal ganz professionell machen? Geht schneller. Betty, hast du Lust auf eine Geistertour? Wartet mal. Nee, geht doch nicht. Wie bin ich denn da jetzt reingekommen? Nochmal. So wie ich das sehe, muss dem Kult eines Tages die Munition ausgehen. Warte mal, wie komme ich denn hin? Hier noch mal rein. Hä? What? Das ist mir zu eng hier. Peggy. Ach, ich bin so doof, ne? Da ist es doch. Ja, dann lass doch die Peggys Peggys sein. Die machen eh nichts. Die sind ein bisschen dumm, aber das war's auch schon. Dann haben wir auch einen sammelbaren Comic. So, jetzt gucken wir uns mal eine Gruselshow an vom Feinsten, Leute. Also haltet euch fest. Also wer jetzt, wer ein schwaches Herz hat, ne, abschalten. Jetzt abschalten oder skippen. Hier hängen nämlich tote Menschen. Hallo? Hallöchen. Ja, wenn man mal überlegt.
Wenn man mal überlegt, früher waren die Gruselhäuser so. So. Boah, was war das denn gerade? Ah, hier, Pennywise war hier. Soll so eine Anspielung sein. Das war ja zu der Zeit, als es rauskam, kam ja auch. Die haben das dann. Was ist denn das hier? Hä, wo sind denn die Sachen? Ach hier. Kam ja dann irgendwann, als S Kapitel 1 kam, das Remake. Hat sich Ubisoft gedacht, wir bauen hier mal ein bisschen Dings ein. So, ich würde sagen, machen wir noch eins. Ich habe da jetzt Bock drauf. Haben wir eins in der Nähe, wo ich nicht so weit fahren muss für. Hier haben wir eins. Aber. Ja, doch. Kennen wir von hier. Mit einer Schnellreise von da. Ich würde sagen, ich mache das Pepper-Versteck noch. Die Folge wird heute ein bisschen. Also heute mal wirklich kürzer. Keine 30 Minuten. Sag ich mal jetzt aber eben das Versteck. Dann war's das für heute. Jetzt bleib ich bitte danach und ich bin müde und muss schlafen. Ich nehme da gerade voll müde auf, aber ich gebe mir mal mein Bestes. Konzentriert zu bleiben. So, wir müssen dahin. Grob in die Richtung 300 Meter. Du weißt, was hier vor sich geht. Du hast doch schon hunderte Peggys erschossen. Oder etwa nicht, Betty, hm? Betty. Ja, kann ich auch hier. Ach nee. Warte. Das ist eine Brücke, ne? Ja, ich bleib lieber auf dem Weg. Vielleicht finden wir ja noch mal ein paar Peggys. Betty. Nicht müde. Wo bist du? Betty ist schon da. Hallöchen, Betty. Obwohl, das sieht so kaputt aus hier. Warte mal. Ja, jetzt. Oh, fuck. Das war jetzt nicht mit Absicht. Alter, hast du gerade meinen Hund geschlagen? Junge, dafür kriegst du eins in dein Gesicht. Das war eine Frau? Okay. Ich gehe wieder. Boah. Das ist aber gut hier. So. Munitionstechnisch geht's uns ja gut. Hat dir mein Hund geschlagen? Ich glaube nicht. Ich fass das nicht. Mann. So, meine Freunde. Denn Sonne. Denn früher war das hier ein Redoon Wireless Mine. Google das mal. Heutzutage versteckt die Sekte hier irgendwelche Scheiße. Wenn ich mutiger wäre, würde ich sie nach Vorrat durchsuchen. Wer sich in diese Gruselkabinett wagt, sollte zumindest Strom haben. Der funktioniert nämlich noch, sofern man drinnen einen Schalter oder Generator findet.
Office. Ja, dann ab. Was geht denn hier ab? Faith, treib nicht deine Spielchen mit mir. Hä, wo hast denn du Feindkontakt, du blöde Kuh? Alter, Betty! Betty ist gerade geflogen, habt ihr das gesehen? Oh, fuck, die haben mich. Betty, bist du bekloppt? Was ist los mit dir? Erst stirbst du fast, dann wirst du an die Decke geklatscht und jetzt stirbst du wieder. Was ist los mit dir? Ja, Spiel, ist okay, ist okay. Der Trip ist langsam echt... Ist ja, der läuft ja so ein Schatten vor mir her. Das hab ich ja vorher gar nicht gesehen. So, jetzt ist aber das ganze Bliss weg. Sind doch die scheiß Angels da. Recke! Hä, warum machst du denn jetzt das? Ach so, warte mal. Betty, was ist mit dir? Ich hoffe, du spawnst dann nach. Jo, die sind schon draußen. Der Weg nach Eden ist offen. Abgeschlossen. So, jetzt aber raus hier. Hallo, Boomer. So, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.